Nerf. For every mission, there's a Nerf blaster. For distance, the Longshot CS6 shoots up to 35 feet. It's Nerf. Or nothing. The Longshot CS6. Blaster seat sold separately. Nerf. Hier ist wieder Test Michel von YouTube und heute zeige ich euch mal, wie ihr eine Tuningfeder für die Nerf Longshot CS6 in diese verbauen könnt. Ihr seht, ich habe den Plaster zweimal, damit ich nachher besser den Schussweitenvergleich machen kann. Hier mal kurz zum Zeigen, die Longshot gibt es ja farblich in verschiedenen Versionen, gelb, unterschiedliche Blautöne und die ganz seltene rote Version. Dafür könnt ihr schon mal original verpackt bis zu 300 Euro auf den Tisch legen. Als erstes lösen wir die Schrauben bei der Schulterstütze. Habt ihr dieses getan, könnt ihr diese von dem Plaster entfernen. Bevor wir die ganzen Schrauben hier entfernen, müssen wir uns erstmal um den Ladehebel hier kümmern. Da braucht er schon Herkuleskräfte, um den überhaupt auseinander zu bekommen, wenn der einmal eingerastet wurde. Und deswegen probieren wir jetzt mal was anderes aus. Wir holen uns hier so einen fetten Schraubendreher und gehen jetzt mal hier so ein bisschen runter. Und hebeln das Ganze so ein bisschen hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir den Onkel jetzt abbekommen. Weil der sitzt so stramm, das ist schon... das ist echt der Hammer. Da hat sich gar nichts berührt. Das ist echt der Hammer. Hammerhaft. So, andere Seite mal. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Also ihr seht schon, kann ein bisschen länger dauern, aber jetzt, zack, haben wir den Ladehebel voneinander gelöst oder getrennt. Ja, jetzt haben wir 22 Schrauben gelöst und dann könnt ihr die beiden Hälften voneinander trennen. Die zu wechselnde Feder sitzt hier im Kolben drin. Wir heben den gleich ein bisschen an und dann müssen wir nochmal zwei Schrauben lösen, um an die Feder dran zu kommen. So, das schrauben wir jetzt auf hier. Und dann noch die andere Schraube. Das kann man gleich reindrücken. So, und dann ziehen wir das Teil jetzt hier raus. Und da seht ihr jetzt schon die Feder. Jetzt müssen wir eine weitere Schraube entfernen, und zwar die hier vorne. Das könnt ihr eigentlich so ein bisschen nach hinten drücken und dann schraubt ihr das los. So. Und jetzt kann man die Originalfeder entnehmen. Und das hier ist jetzt die von Plaster Parts. Da seht ihr mal den Vergleich. Fast gleich lang. Die lässt sich aber nicht so leicht eindrücken halt wie das Original. Jetzt muss ich noch was zeigen. Ihr seht hier so kleine Stege. Hier diese Dinger. Wenn ich den jetzt hier so draufsetze, ist es falsch. Seht ihr? Weil die hier nicht einrasten. Jetzt drehe ich das Ganze mal. Auch falsch. Nochmal richtig. Und ich zeige es mal mit dem Schraubendreher. Ihr seht dann jetzt hier, dieser Bereich, dass der ineinander übergeht. So ist es richtig. Und jetzt holt ihr euch dann die Tuningfeder, steckt die hier drauf. Das Ganze wird dann wieder ein bisschen nach hinten gedrückt, festgehalten. Und dann wird das hier wieder verschraubt. Ja, und jetzt bauen wir das Ganze wieder ein. So ein bisschen anheben hier und dann schiebt er den hier durch. Zack. Und hier haben wir dann wieder die beiden Schrauben und die müsst ihr dann wieder hier reindrehen. Der Plaster ist wieder zusammengeschraubt. Jetzt nehmen wir uns hier nochmal den Ladehebel und stecken die beiden Teile wieder zusammen. So. Und das war's vom Einbau jetzt gewesen. Schulterstütze ist wieder angebracht. Und jetzt machen wir mal so ein Geräusch
Vergleich, und zwar die ungetunte. Hört mal. Und jetzt kommt die getunte. Ja, die hat schon mehr Wumms. Zeig's noch mal gerade. So. Ungetunt. Ungetunt. Die ungetunte. Und dann kommen wir zu der getunten. Und ihr seht, die ist schon ordentlich schnell. Hier haben wir die ungetunte. Und hier die getunte. Ja, dann machen wir noch einen Reichweitentest. Der Regenschirm, das sind 15 Meter. Ja, ich soll hier keine Striche mehr mit Kreide machen, weil der Pächter, der sieht das nicht so gerne. Ich habe eben mal mit dem Reiniger hier geredet, also mit dem Chef. Und das linke Pylönchen sind dann 20 und das rechte ist die 25er Markierung. Ich habe mal mein Maßband bis 30 Meter gemacht. So, jetzt haben wir hier 8 Nerf und 8 China-Darts drin. Das ist jetzt die ungetunte. Ich halte den Blaster erstmal gerade. Oh Gott, was war das? Ich glaube, ich hätte hier lieber bei der 10 Meter Markierung einen hingemacht. Also, das ist ja ganz schlecht. Ja, ich würde mal sagen, das sind vielleicht 10 Meter von der Reichweite. Wenn nicht sogar nur 7, das sind jetzt die China Darts. Ja, also da lasse ich schon mal sein, mehr brauche ich gar nicht zu verschießen. Jetzt haben wir hier die getunte. Jawohl, schon mal fast bis an die 15 Meter ran. 15 Meter drüber, das war nämlich 17 Meter. Ja, die fliegt richtig schön, 15 Meter. Ja, wieder 15 Meter. Also da habt ihr schon mal locker 5 bis 8 Meter mehr Reichweite. Oh, das war fast ein 20er gewesen. So, jetzt kommen die China-Darts. Und die gehen alle, oh, der war sogar bis 20 Meter. 17, ja, wieder so ein bisschen um die 16 Meter. Also ihr seht, gerade gehalten, habt ihr so einen Bereich. Ach, ich gehe einfach mal da vorne hin jetzt. So. Also hier ungetunte war ja nix. Was haben wir denn hier? Ah, ist die 8 Meter Markierung. Also so 8 bis, ich sag mal, vielleicht 10, 11 Meter. Und ja, hier kommt dann die getunte. Wo ist denn hier meine 15 Meter Markierung? Das ist die 15 Meter Markierung. Gerade gehalten haben wir hier so 17, 18 und hier ist dann die 20 Meter. Seht ihr da? Ja, und da gerade gehalten kommen die dann so runter. Also schon eine ordentliche Steigerung. Also von mindestens 7 bis 10 Metern. Ja, und weiter geht's. Jetzt halte ich das Ganze mal schräger. Ich verschieße es erst 3 Nerf Darts. Oh Gott, wo ist denn der hier geflogen? Ja, ich sag ja, Schirm ist die 15 Meter Markierung, aber da kommen die nicht drüber. Das sind jetzt die China Darts. Also, haha, ist das schlecht. Long Shot, genau. Long, weil er halt so long ist, der Blaster. So, die getunte. Wow. Oho. 27 Meter, würde ich mal behaupten. Ja, das waren so 25. Ja, 24. Und jetzt kommen die China Darts. Ja, 22 vielleicht. Oh, der war weit. Der war so um die 25. Und noch ein Peng. Oh, auch so ein 27er wieder. Und die China Darts fliegen halt so schön gerade. Oder meistens gerade, auf jeden Fall mal gerade als die Nerfs. Ja, hier gucke ich erst gar nicht. Das ist echt blamabel. Alles vor der 15 Meter Regenschirmmarkierung. Und ja, hier haben wir ein, ist 23 Meter, da ist die 25er Markierung, seht ihr?
Und hier sind die dann so aufgekommen, so im Bereich. Also man kann schon Reichweite bis zu 27 Meter mitschaffen. So, ich habe mal den zweiten Blaster bzw. die Laufverlängerung abgemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob der dadurch vielleicht doch weiter schießt. Aber ihr seht, da tut sich jetzt nicht viel. Ja, nehmen wir nochmal die Betunte. Da haben wir sie. Ja, und die hat halt mehr Wumms drauf. Seht ihr mal, wie weit die Darts dann fliegen. Oh, der eher nicht. Ja, halten wir das Ganze nochmal ein bisschen schräger. Durchgeschossen, haben wir noch ein neues Magazin. Da machen wir jetzt mal blaue China-Darts rein. So, dann schauen wir mal, wo die runtergekommen sind. So, zack, zack, zack. Also es kommt heute der Wind auf und da ist das halt nicht so toll zum Zeigen. Jo, hier haben wir die 27 Meter und ihr seht, jo, hier haben wir die 30 Meter Markierung und da sind die dann halt so in dem Bereich. Vielleicht sind sie auch noch ein bisschen gerollt aufgekommen. Also wenn man ganz schräg hält, kommt man sogar auf 30 Meter, wenn man die stärkere Feder verbaut. Lohnt sich der Einbau der Tuningfeder in die Longshot? Ja, auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, ist gar nicht mal so schwer, die Feder zu verbauen. Lediglich die ganzen Schrauben, die man lösen muss, ist ein bisschen Arbeit. Aber dafür wird man belohnt mit einer Reichweitensteigerung, ich würde mal sagen, von 8 bis 15 Meter, je nachdem, ob man den Blaster gerade oder schräg hält. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Video.